Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich dachte, es wäre mal wieder an der Zeit für ein kleines Live-Update. Ich habe auch nach ein paar Fragen gefragt bei Instagram. Das heißt, diese Fragen werde ich dann im Anschluss auch noch, oder ein paar Fragen davon im Anschluss noch beantworten. Erstmal möchte ich gerne darauf eingehen, was sich vielleicht verändert hat oder an welchem Punkt ich gerade aktuell stehe. Ich weiß gerade nicht so richtig, wo ich anfange. Vielleicht fange ich damit an, warum ich auch mir überlegt habe, dieses Video zu drehen. Und zwar hatte ich irgendwann vor ein paar Wochen die Erkenntnis, dass ich mich seit 2 Jahren nicht vom Fleck bewegt habe. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen engstirnig gesehen, weil logischerweise habe ich mich vom Fleck bewegt. Ich habe mich zu einer alleinerziehenden Mutter entwickelt, ich habe mich in meiner Persönlichkeit entwickelt, ich habe viel, viel mehr Persönlichkeitsentwicklungstechniken erlernt und nutze die an, ich habe mich beruflich weiterentwickelt. Natürlich hat da irgendwo eine Entwicklung stattgefunden. Aber so in den Grundfesten meines Lebens habe ich mich irgendwie gefühlt seit 2 Jahren nicht fortbewegt, obwohl ich mich gerne fortbewegen möchte. Und da war der erste Schritt erstmal zu erkennen, warum das denn so ist, warum ich mich seit 2 Jahren nicht fortbewegt habe. Das habe ich in Anfangszügen geschafft. Und das zweite ist jetzt natürlich ein Plan, wie schaffe ich es denn, mich denn endlich fortzubewegen oder mich in größeren Schritten fortzubewegen oder mich in den Bereichen fortzubewegen, in denen ich mich gern fortbewegen möchte. Und das heißt, dass ich in ganz kleinen Tippelschritten wieder anfange. Also so ganz, ich nenne es jetzt einfach mal Anfangsübungen, Anfängerübungen. Also wieder in ganz kleinen Schritten zu gucken, was ist denn ganz konkret das Ziel? Wo will ich denn ganz konkret hin? Was hindert mich aktuell daran, da hinzukommen? Ein großes Thema sind auch gerade nochmal Altlasten, Dinge loszulassen, Dinge abzuschließen, aber auch Dinge, die ich in der Vergangenheit von mir abgespalten habe, irgendwie wiederzufinden, weil Abspalten immer was eher Negatives ist und diese Dinge wieder zurückzuholen, damit ich die aufarbeiten kann, weil nur weil ich sie abgespalten habe, sind sie nicht weg, sondern sie beeinflussen mich in meinem Leben nach wie vor. Und da weiß ich auch, dass ich da einiges an Arbeit vor mir habe, worauf ich mich aber freue, weil die Motivation tatsächlich sehr, sehr hoch ist, dahin zu kommen. Und ich werde das sicherlich immer mal wieder in einigen Videos zum Thema nehmen und euch da auch mitnehmen und euch da begleiten lassen. In der nächsten Zeit wird sich auch viel nochmal bei uns verändern. Ab September wird Vincent ein Schulkind sein, was aktuell auch ein großes Thema bei uns ist, wo auch da natürlich logischerweise große Veränderungen bringt das zwangsläufig mit sich. Das ist ein großes Thema. Dann werden wir endlich umziehen. Und wenn alles gut läuft, auch noch in diesem Jahr. Ich habe mich sehr, sehr schwer mit dem Wohnungsthema getan. Also ich habe euch ja, ich glaube, schon letztes Jahr im Sommer erzählt, dass das hoffentlich der letzte Sommer in dieser Wohnung sein wird, was jetzt halt nicht so geworden ist, weil ich eine relativ konkrete Vorstellung davon hatte, wie unser neues Zuhause sein soll und es auch schwer war, das zu finden. Jetzt habe ich das endlich gefunden, dann habe ich mich wieder schwer damit getan, mit dieser festen Entscheidung. Also ich treffe dann für uns 3 Menschen eine Entscheidung und ein Umzug, das macht man nicht mal schnell so. Das wird stressig sein. Das hat auch mit einem Ortswechsel was zu tun und mit einem Umgebungswechsel. Und ich tue mich tatsächlich sehr schwer damit, diese Entscheidung immer für unsere kleine Familie allein treffen zu müssen. Weswegen ich da so ein bisschen mit mir gehadert habe, aber dann einfach den Deckel drauf gemacht habe und die Wohnung zugesagt habe. Dann bin ich auch immer noch Single seit über 2 Jahren, was auch ein, also das ist auch nicht auf freiwilliger Basis so. Also es ist jetzt nicht so, dass ich zwingend einen Lebenspartner aktuell brauche, um glücklich zu sein, um mich vollständig zu fühlen, was auch immer. Aber ich weiß auch, dass es gerade an mir liegt, dass da niemand da ist. Also dass das noch Altlasten sind, Blockaden sind, dass ich etwas ausstrahle, was jetzt nicht unbedingt anziehend ist auf potenzielle neue Partner. Und ist halt auch gerade ein Thema, an dem ich arbeite. Es ist jetzt nichts, womit ich mir jetzt Druck mache, dass ich sage, oh, aber ne, jetzt muss aber langsam jemand kommen. Das ist nicht, das übernimmt meine Oma schon für mich, das ist schon in Ordnung, den Part habe ich abgegeben.
Aber ich weiß natürlich auch, dass ich auf lange Sicht gern wieder einen Partner hätte und dass ich da einfach gerade so ein paar Sachen in mir verändern darf, um da einfach hinzukommen und um auch eine glückliche Beziehung dann zu führen. Genau, auch das ist also ein Thema. Und dann werde ich mir jetzt mal mein Handy nehmen, na, so, und mir nochmal die Fragen raussuchen. Also ich werde nicht alle Fragen beantworten, die mir da gestellt wurden, weil einiges halt auch einfach nicht dazu passt. Eine Frage, die fand ich aber ganz interessant, ist: Wie geht es mit deiner Schilddrüsenerkrankung? Also wer das nicht mitbekommen hat, es hat sehr, sehr lange Zeit gedauert, ehe entdeckt wurde, dass ich eine Schilddrüsenunterfunktion entwickelt habe in der Schwangerschaft mit Svea. Und es ist jetzt so, dass ich gut eingestellt bin, dass ich auch die vom Arzt verschriebenen Medikamente täglich einnehme. Ich weiß, dass es Alternativen gibt. Aktuell habe ich einfach keinen Kopf dafür. Und ich bin entsprechend so eingestellt, dass ich jetzt endlich nicht mehr weiter zunehme. Also ich war ja an einem Punkt, wo ich einfach immer weiter zugenommen habe, obwohl ich viel Sport getrieben habe. Bin jetzt endlich an einem Punkt, wo ich nicht weiter zunehme. Ich bin aber auch leider noch nicht an einem Punkt, wo ich abnehme. Und es ist egal, was ich tue. Ich kann gefühlt nichts essen und 3 Stunden am Tag Sport machen und ich nehme einfach nicht ab. Das ist gerade der Status quo. Ich weiß aber, dass das was auch hiermit zu tun hat und hiermit zu tun hat. Und das muss ich entwickeln. Aber ich kann sagen, dass ich mich tatsächlich relativ wohl mit mir fühle. Es ist immer blöd, das als übergewichtiger Mensch zu sagen. Ich fühle mich wohl in meinem Körper. Ich würde mich wohler fühlen, wenn ich ein bisschen weniger wiegen würde, weil es auch entsprechend für meine Gesundheit besser wäre. Aber ich weiß, nach der Geburt von Vincent war ich so schlank wie noch nie in meinem Leben. Ich war wirklich dürr. Das war jetzt, wenn ich mir Bilder angucke, nicht mehr schön. Und ich habe mich dick gefühlt. Und jetzt fühle ich mich entsprechend meines Körpergewichtes. Also ich fühle mich nicht unbedingt unwohl in meinem Körper. Ich habe einfach gelernt, auch meinen Körper so anzunehmen, wie er gerade auch ist. Hast du Wünsche, wie dein neuer Partner sein sollte? Ich habe gelernt, dass das wichtig ist, sich das zu überlegen, wie der neue Partner sein sollte. Ich teile gerne mal so ein paar Aspekte, wie mein neuer Partner sein sollte, sein darf. Auf jeden Fall humorvoll. Mir fehlt manchmal so ein bisschen die Lebensfreude, diese Leichtigkeit in meinem Leben. Es wäre schön, wenn ich das durch einen neuen Partner irgendwie wieder lernen könnte. Dann möchte ich jemanden haben, der Ziele im Leben hat. Ich habe so viele Männer kennengelernt, die einfach keine Ziele im Leben haben und das geht für mich gar nicht. Also der soll einen festen Job haben, aber trotzdem irgendwie noch so Ziele im Leben haben. Etwas, das er erreichen möchte, etwas, wo er hinarbeitet, was er vorhat. Jemand, der auch sehr reflektiert ist. Jemanden, der mich nimmt, so wie ich bin. Wo ich auch sein kann, wie ich bin. Und ja, ja, und natürlich muss er irgendwie damit zurechtkommen, dass ich schon 2 Kinder habe. So, dann haben wir, ich guck mal noch ein bisschen weiter. Dann war noch eine Frage, und zwar, was machst du an deinem kinderfreien Wochenenden am liebsten? Ich werde auf das Thema gleich nochmal eingehen. Ich sag nur so viel, aktuell gibt es keine kinderfreien Wochenenden. Deswegen muss ich, was ich früher an meinen kinderfreien Wochenenden gern getan habe. Und zwar habe ich da tatsächlich sehr, sehr viel gearbeitet. Also ich habe dann manchmal 10 Stunden am Stück gearbeitet, um irgendwie mein Arbeitspensum zu schaffen, was mir gerade extrem schwer auf die Füße fällt, weil das halt einfach plötzlich wegfällt. Ich habe also an diesen Wochenenden sehr viel gearbeitet, was aber Spaß gemacht hat, weil ich halt mal am Stück sehr, sehr viel schaffen konnte, irgendwie die Ruhe und die Freiheit dafür hatte. Ich habe mich aber natürlich auch sehr, sehr viel mit meinen Freunden getroffen, war viel unterwegs. Wir waren im Kino, wir waren essen, Spieleabende haben wir gemacht. Ja, ganz, ganz viele solcher Dinge. Und dann komme ich jetzt zur letzten Frage, die ich beantworten werde. Und zwar ist die Frage, was heißt alleinerziehend und warum? Ich hatte in einem Instagram-Post geschrieben, dass ich seit ein paar Wochen alleinerziehend bin.
Alleinerziehend ist so ein dehnbarer Begriff. Also als alleinerziehend wirst du auch betitelt, wenn man zum Beispiel das Wechselmodell hat. Das heißt, wenn die Kinder eine Woche bei der Mutter sind und eine Woche beim Vater sind. Auch dann ist man alleinerziehend. Das ist aber etwas komplett anderes, als meine Situation ist. Und deswegen habe ich mich als alleinerziehend beschrieben, weil ich wirklich komplett alleinerziehend bin. Also eigentlich sagt die Wortkombination alles aus. Meine kinderfreien Wochenenden sind weggefallen. Ich bin wirklich allein für meine Kinder verantwortlich. Ich bin alleinerziehend. Und das hat natürlich auch so einen riesigen Rattenschwanz nach sich gezogen. Ich hatte gerade schon erzählt, dass mich das in der Art und Weise, wie ich gearbeitet habe, hat mich das stark eingeschränkt. Da suche ich noch nach Lösungen. Am Anfang hat das auch viel in mir gemacht. Jetzt muss ich sagen, ist da auch ganz viel Erleichterung. Da ist auch ganz viel von mir und den Kindern abgefallen. Wir sind noch näher zusammengerückt. Wir verbringen noch mehr Zeit miteinander und das ist nicht negativ gesehen. Also erst habe ich gedacht, dass mir das schwer fallen wird, wenn ich diese Auszeiten für mich nicht mehr habe. Ist aber genau das Gegenteil, dass wir noch enger zusammengewachsen sind, dass wir noch mehr ein Verständnis für die Bedürfnisse des anderen entwickelt haben und dass ich noch mehr zu schätzen weiß, wenn die Kinder dann doch mal einen Nachmittag im Monat zum Beispiel bei Oma und Opa sind und wenn ich da halt nur so 2-3 Stunden für mich habe. Umso wichtiger ist jetzt aber für mich geworden, und da habe ich noch keine Lösung gefunden, ich schaffe gerade nicht das Arbeitspensum, was ich schaffen müsste. Auf der einen Seite muss ich mir aber in der Zeit, wo die Kinder auch im Kindergarten sind, mal wirklich auch Freiräume schaffen, weil manchmal möchte man Dinge tun, die Erwachsenen-Dinge sind, wo man Kinder nicht mitnehmen kann. Und das kann ich dann nur in der Zeit machen, wo sie im Kindergarten sind. Das ist für mich noch ein bisschen schwer gerade zu organisieren, aber dafür finde ich auch Lösungen. Sonst habe ich halt einfach angefangen, so Beschränkungen, die ich in meinem Kopf hatte, einfach aufzulösen. Also so Sachen wie, dass ich das nicht machen kann, weil ich die Kinder halt da habe, was Quatsch ist. Also man kann mich trotzdem abends besuchen, auch wenn meine Kinder schon schlafen. Ich kann trotzdem abends mit Freunden kochen, auch wenn die Kinder dabei sind. Sowas funktioniert tatsächlich. Und ich hatte früher aber immer dieses, ich habe das halt automatisch an meinen kinderfreien Wochenenden gemacht, weil es da logischerweise unproblematischer war. Aber man kann trotzdem auch sehr, sehr vieles mit seinen Kindern zusammen tun, auch diese erwachsenen Dinge. Viele Dinge, die sich noch verändern müssen, weil ich noch keine Lösung gefunden habe. Aber ich glaube, ich habe euch wieder mal so auf den neuesten Stand gebracht, auch wenn es jetzt nicht weltenumwogene Dinge waren wie, ich habe jetzt einen neuen Partner, ich bin schwanger und wir wohnen in einem Haus in einem neuen Land. Das war es jetzt leider nicht. ich hoffe aber trotzdem, dass euch das Live-Update gefallen hat, dass ich euch ein paar von euren Fragen beantworten konnte. Solltet ihr sonst noch Fragen oder Kommentare haben, dann freue ich mich jetzt sehr auf eure Nachrichten unten über die Kommentarfunktion und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!